So, hallo, der Marc vom Pissing Studio Wien. Und den haben wir da, die? Katrin. Die Katrin mit TH. Genau. Grüß dich nochmal. Hallo. Und die Katrin hat was dabei? Meine Kamera. Warum? Weil ich eine YouTube-Challenge mache, den gesamten August über. Und ich filme jeden Tag ein Video über Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Und heute ist Piercingstechen dran. Cool, okay. Ich dachte, weil es mein größter Fan ist, ja. Das Ding. Schade, bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir jetzt echt kurz gefreut, dass es nur wegen mir ist. Aber, okay. Das kommt vielleicht noch. Das kommt vielleicht noch, ja. Das ist jetzt, das ist, ich bin ja zum besser. Ersten Mal da. Also. Ja, sicher nicht zum ersten. Und hast du einen Blog demnach? Ja, ja, also ich habe jetzt schon 100.000 Follower. Nee, ich habe erst gerade wieder angefangen. Schade. Wie viele Follower hast du denn? Jetzt sind es auf YouTube sind es gerade 80. Also, es also wächst euch langsam. 80, die ihr seht, ihr werdet sicher verlinkt dann. Genau. Super, ja, gibt uns auch ein Abonnement. Ich würde mir ja mal wünschen, dass ich mal so eine Größe reinkomme, weiß ja nicht mal, wie die alle heißen, aber wie die aussehen. Und er sagt, du, ich habe 3 Millionen, wir machen wieder mehr, kaum nehmen. Ja. Super, ja. Also, wenn du 3 Millionen Follower hast oder auch nur, egal, ja. Komm einfach zu mir. Ja, freue mich. Wir freuen uns über jeden, der kommt und über große YouTuber auch. Aber es ist echt verrückt, weil mir hat das letztens einmal gezeigt. Da gibt es dann YouTuber halt mit ca. mit 3 Millionen Follower, diesen Ibla, glaube ich, heißt der. Und ich würde die Leute ja nicht mal erkennen. Also das heißt, wenn der reinkommt und sagt, ja, ich bin YouTuber, dann denke ich, oh, super, ja, bin ich auch. Also du würdest ja nicht denken, was das für ein Background eigentlich dann ist. Du kannst gerne den mehr mal filmen. Letztlich wird noch nicht so viel passieren. Außer dass mich das Ding. Das ja. So, genau. Hi, ich bin der Marc vom Pissing Studio Wien und wir machen in ihrer, was für eine Woche? Nee, im Monat, in dem Monat, ich stelle mich an meinen Ängsten jetzt ein Piercing. Genau. Aber ich mache jeden Tag was Neues, oder genau. So war es doch irgendwie, oder? 31 Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Okay. Okay, also auch mit fremden Herren schlafen, ist sowas auch drin, das würde mich schon interessieren. Wir waren zum Beispiel mit Donnerstagnacht, Nachtbaden in der Donau. Nackt. Nackt. Warum nicht Nacht und Nackt? Weil das Nackt auf YouTube ein bisschen schwierig ist. Ja, war Nacht, Mann. Da hat man nichts gesehen. Aber man soll ja nur die Dinger sehen. Vielleicht wackeln. Aber okay, hätten wir so Dinger drüber machen können, so Pixeln. Ne? Okay. Oder so ein Ball. Ja. Okay. Und wie war das Nacht? Nacht? Das war sehr angenehm. Nachtball. In der alten oder neuen Donau? Ich glaube, es war die neue. War die große? Ja, genau. Ich wohne erst seit Mittwoch in Wien. Also. Ah, super. Okay, na dann sag lieber weniger. Und was hast du noch so gemacht? Also du bist mal geschlafen, da bist du irgendwie ausgewichen bei dem Thema, ja? Das ist ja, nicht drin? Ja, nee. Irgendein Küss auf der Straße? Nee, auch nicht. Da ist jemand am Arm? Habe ich schon gemacht. Okay. Free Hugs in Linz haben wir gemacht. Okay. Und ich muss immer aufpassen mit den Datenschutz und so. Ja, wobei, ich habe mich da auch erkundigt, bei mir ist es so, dass die Leute quasi die Genehmigung unterschreiben, sie jetzt auch in der 4-Seite vom Anwalt gemacht, dass sie mir quasi wirklich alles, was sie besitzen, übereignen. Und ja, also ist eigentlich fertig, was du unterschrieben hast. Ist eigentlich vorbei, ja, für dich. Aber nein, Spaß beiseite, dass wir das dürfen, dass die Leute es auch wollen. Genau. Aber die Rechtsprechung, ich habe mich da ein bisschen eingelesen auch, ist ja so, mit Fest gerade noch nicht, ich mache es ein bisschen anders, dass wenn du für dich selber ein Video machst und da ist jetzt zwangsläufig am Stephansdom eine Touristengruppe mit drauf oder ein Vater mit seinem Kind, dann fällt es nicht unter die DSGVO. Weil du filmst dich oder den Stephansdom für deinen privaten Zweck, für deinen Vlog, ja, aber nicht diesen Menschen bewusst, um ihn in dem Vlog darzustellen. Mhm. Und das haben sie gemacht, weil sonst würdest du quasi, zumindest habe ich das so verstanden, in so einem Vlog für Fotografen und eben Videofilmer, die das eben so ausgelegt haben, oder ich glaube, da war sogar ein Rechtsanwalt dabei, wie gesagt, ich bin keine Rechtsberatung jetzt hier, aber eben, weil sonst wäre es ja irre, weil sonst müsstest du am Schluss auf der Stolperstraße von 500 Leuten machen, sie bleiben da stehen, sie sind da auf dem Video, können sie unterschreiben, kannst gleich alles in die Tonne klopfen. Ja. Ja, aber bei Einzelpersonen, wie zum Beispiel umarmen oder küssen, ist es dann schwierig, weil dann eine Person im Fokus. Ja, aber wenn die, also. Ihr müsst sich da unterschreiben lassen. Das ist mühsam. Ich sag's ehrlich, im Wald wird da keiner was machen, wenn du da selber schuld. Aber dieses Thema ist ja so affig, was da alles jetzt mit sich kommt mit der DSGVO. Ich meine, einerseits ist es gut, dass man sagt, Datenmissbrauch ist irgendwie gestoppt. Mhm. Facebook macht nach wie vor, was sie wollen. Ja, Instagram auch. Und viele Firmen, ich krieg auch noch Spam-Mails, du wahrscheinlich auch, ja, von irgendwelchen Servern, die irgendwo auf den Philippinen sitzen. Das heißt, im Endeffekt sind wir nach wie vor die Dummen. Es ist weniger geworden. Die Guten, sage ich mal, dürfen nicht mehr schreiben. Und die Bösen,
die schreiben trotzdem. Weil die kannst du eh nicht kriegen, weil die sind irgendwo, die haben ihre selber verteilt und fertig. Und alles ist Werbung und selbst wenn ich meinen besten Freund verlinke, ist es Werbung und. Wirklich? Ja, bin so blöd. Mittlerweile muss ich alles, sobald ich eine Freundin markiere, ist es Werbung, weil sie könnte mich ja bezahlt haben dafür. Ach, das ist dann als Werbung mittlerweile. Ja. Ich habe es nämlich gesehen, bei Insta steht oft diese bezahlte Partnerschaft. Ich dachte, das ist, wenn einer wirklich jetzt die Nivea-Tube, ja, meine Haare sind so schön oder so. Also das ist, also wenn ich jetzt einen Freund verlinke bei Instagram, dann ist es theoretisch, Werbung. Theoretisch, dass es Werbung jetzt ist. Ja. Also es ist wirklich gerade. Ja. So. Jetzt sind wir noch nicht viel weiter. Passt die Stelle? Ja. Ja. Würde jetzt auch sagen. Nein, also ich finde die schön. Schau mal, ich zeig dir mal. So wird es im Ring aussehen. So, seht ihr mal, wie man filmt, wenn so filmt jetzt das Video von der kommt dann. Ja, dann bei mir, schau, wenn ich jetzt die Kamera bewege. Ja, ein Gimbal, ja, der macht alles mit. Das hättest du kaufen sollen für den Monat. Ja, aber das ist nicht so schlecht. Ein Gimbal wäre es gewesen. Da, ah ja, bitte, das kleine Ding mal schauen. Und so sieht es im Stecker aus am Anfang. Das jetzt. Das obere wäre ein Helix. Das ist ein Conch. Ja, das ist ein Unterschied, siehst. Ja? Aber ich glaube, das passt gut. Klar, sie will einen Conch, klar, logisch. Will eigentlich jeder. So, Glitzerstein? Muss nicht sein. Okay. Ja, dann hat. Nein, ich bin ja nicht. Du kommst nicht wegen mir, weil du ein Fan bist, willst kein Glitzerstein. Wird immer schlimmer. Aber ich kann schlecht die Arbeit beurteilen, wenn ich noch nicht da war. Nein, das ist ja vollkommen. Du kannst dich ja wenigstens immer gut aus der Affäre ziehen. Ja, ne? So. Einmal Kugel, einmal Stecker, dass ihr das auch mal seht und für dich auch mal in der Vlog hier nochmal seht das Ganze aus. Du wirst nichts spüren, außer furchtbare Schmerzen. Yay! Und ich werde es auch für deinen Vlog extra schmerzhaft anspruchsvoll machen, dass du auch deinen Kindern noch was zeigen kannst. Normal ist bei mir überhaupt nicht schlimm und tut auch nicht weh, aber bei dir kann ich, wenn du möchtest, eine Ausnahme machen. Ich bitte nicht. Okay. Ich habe große Angst vor Schmerzen. Dann darfst du verraten, was noch oder warum machst du das? Weil ich jetzt den ersten Monat in Wien bin und einfach so neu anfangen und raus aus der Komfortzone und deswegen wollte ich einfach wirklich komplett neue Sachen ausprobieren und das mache ich hiermit. Ich gehe auch noch Gleitschirm fliegen und was habe ich noch? Ein Henna-Tattoo bekomme ich auch. Ne? Richtiges nicht. Habe ich doch schon. Aber das jetzt auch gemacht in diesem? Nein, das ist nicht so frisch. Nee, das ist schon verrückt. Das ist schon ausgenudelt, also das ist schon ausgewaschen, ja. Ja, es war leider. Also kein neues Tattoo. Ja gut. Noch nicht, aber das habe ich ja schon gemacht. Das passt leider nicht. Glatze? Glatze? Haare abrasieren? Könnte ich machen. Ich habe Schere da. Spontan. Zweites Video, wir machen jetzt erstes Piercing und dann. Hey, wir sind immer noch da. Nein. Jetzt komm. Lieber nicht. Oh, eine Augenbraue abrasieren. Du musst irgendwas einfach ganz. Ich hätte da noch Ideen für dich. Ich sehe schon, du hast die falschen Berater. Ich habe gar keine Berater. Also du machst das alles selber? Genau. Da könnte man sagen, du machst es gerade, wie es dir gerade dann passt. Das ist es. Ja, ist auch nicht schlimm. Okay. Cool, meine Liebe, du kriegst so langsam schon einen steifen Arm. Ne? Ja. Da gibt es eine Wette, wie lange kann man sowas halten? Langsam merkst du schon, wie das immer mehr nach unten geht. Ja? Sie ist schon langsam am Limit. So, ja. Dann stechen wir mal, oder? Dass wir weiterkommen. Gut. Also ich muss sagen, es ist echt lustig mit dir. So ein Blödsinn habe ich auch noch nicht da gehabt. Aber ich finde es eine coole Idee. Danke. Und mal was anderes. Und wer weiß, vielleicht kriegt dein Blog ja dank mir, eine kleine Berühmtheit, nein, mit, also mit 2000 Leuten. Viele Leute kommen rein und sagen, ja, du bist voll berühmt. YouTube sagt, ja, du bringst überhaupt nichts. Ja. 20.000 Follower ist toll, ich freue mich, oder 220.000 bald, aber ich freue mich auch über jeden, der zukommt. Ich will auch 100.000, ja. Aber berühmt wäre jetzt doch albern, wenn man sagt, man ist deswegen berühmt. Schwachsinn. Noch grüßt mich keiner, wenn ich irgendwie auf der Straße laufe und Autogrammkarten wollen sie auch noch nicht. Und von dem her ist noch alles gut. Noch nicht? Alles positiv sehen. Ja, also ich muss eins sagen, ich habe es letztens gedacht, stechen soll man stechen? Ich quatsche nicht mehr weiter. Wenn man jetzt wirklich das vorstellt, dass du wie manche Stars nicht raus kannst ohne Bodyguards und die Leute dich quasi anspringen und was von dir wollen, ist es halt echt auch anstrengend. Hast du die Augen nicht auf? Das war's. Oh Gott. Jetzt wird sich immer fragen, hat das extra langsam oder extra schnell gemacht? Das haben wir nie erfahren, wie ich gemacht habe. Das ist, böse! Nein, das war ganz schön. Super. Aber es wird ein guter Thumbnail. Ja, bitte, unbedingt. Nur deswegen. So. Seit nie ist es zu warm hier drin. Ich habe die Klimaanlage auch mit ihr schon verkühlt. So, meine Liebe.
Mal mit Glitzer jetzt hat gefunkelt, gell, aber. Ja, aber ich brauche. Soll ich mal deine Kamera kurz nehmen für dich? Oh Gott. Das ist so ein Leica-Dingsbums. Ja? Ne, Sony ist das. Sony. Ja? Das ist, also ich mach mal kurz hier. Was ist? Hier, geh mal, guck da mal rein. Sieht man das mal? Ganz wichtig, dass man auch mich nochmal sieht. Genau. Unbedingt, du. So, okay. Also das war's, ja? Es ist drin. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, sehr. So, wir gehen noch die Pflege kurz durch, wie man das Ganze pflegt. Und wir können mal überlegen, ob wir es vielleicht mal kurz irgendwie hier oben hinstellen. Ich hoffe, es fällt nicht runter. Ach du, wenn, ist es nur deins. Ja, nett. Die hat 700 Euro gekostet, die Kamera. Wirklich? Ja. Zu viel Geld. Und das ist die beste Vlogging-Kamera gerade auf dem Markt. Wirklich? Mhm. Was kann die? 4K-Videos machen. Ja, das kann meine auch. Ja. Meine macht auch gute 4K-Videos. Ja, ich glaube, das passt. Das ist nicht so einfach. Das Studio ist wirklich nicht so riesengroß. Schau mal, wir machen es so und dann tust du dich so ein bisschen. Genau, jetzt ziehen wir die auch noch. Also, ich erkläre mal kurz noch die Pflege, die Nachbehandlung. Also generell ist es so, du machst es bitte jetzt zweimal täglich sauber. Mhm. Erster Schritt sollte sein, du tust deine Hände waschen und desinfizieren. Ja? Okay. Wenn die Hände gewaschen und desinfiziert sind, dann nehmen wir den Prontolint Spray und das Prontolint Gel. Ja? Prontolint ist ein Piercing-Pflegeprodukt, entwickelt von einem deutschen Pharmaunternehmen. Wirklich momentan sehr gut. Nimm dir bitte Prontolint, spray 2-3 Sprühe vorne und hinten auf dein Ohr drauf. Mhm. Wenn du es eingesprüht hast, lässt es so 30-40 Sekunden einwirken. Wenn es eingewirkt ist, eine Küchenrolle nehmen, die kurz ansprühen. Wenn die feucht ist, vorne, hinten das Piercing abwischen. Okay. Zum Schluss nehmen wir dann Prontolint Gel, das ist das hier. Ja? Mhm. Gel. Und davon nimmst du einen Stecknadelkopf großen Tropfen auf den Finger. Vorne hinten eintupfen und den Stab sanft hin und her bewegen. Wir drehen den nicht, wir schieben den vorn zurück. Dadurch kommt auch das Gel in den Stichkanal hinein und dann heilt das Ganze von innen nach außen ganz schnell aus. So, ich tue jetzt noch kurz die Nadel abwerfen, da seht ihr das auch mal, so sieht eine Piercing-Nadel aus. Wenn alle sagen, jetzt hat er keine Handschuhe an, ja, die ist ja auch da hinten nicht angefasst worden und mit ihrem Körper in Berührung gekommen. Und da seht ihr auch mal nochmal so eine Piercing-Nadel, so sah das Teil aus. Schau mal, wenn die so toll ist, warum stellt die nicht scharf? Ah, ah, die kann nichts. Was ist denn jetzt? Ah, jetzt? Okay. Jetzt hast du gewusst, die Bedienung ist ja dann gelesen, ne? Hat sie gelesen. Aber bei mir muss er es nicht machen, schau mal. Also ist doch nicht so scharf wie bei mir. Komm, Samsung. Go, Samsung! Komm, Samsung. Komm. Also es ist so, ich bin echt gespannt, was jetzt wirklich dann die, was jetzt wirklich besser wird vom Vlog her. Echt mal spannend. Dein 4K. Oder mein 4K vom Samsung und von deiner Vlogkamera. Gut, es wird wahrscheinlich meins besser sein. Einzig und allein deswegen, weil du eine Frau bist und mit technischen Geräten nicht gehen kannst. Wenn ich sage, ja, weil ich eine Frau, Zuschauer. Nein, ich muss eins sagen. Frauen können wirklich, haben ein sehr gutes Auge für Fotografie und auch Videos. Also, was ich da oft sehe, da bin ich weit weg vom Schuss. Also, ich gebe mich geschlagen bei vielen Dingen. Ja. Man muss aber so was raushauen, so eine Parole. Ja. Das wird ja langweilig hier. So, meine Liebe. Vloggerin und Lebenskünstler für einen Monat. Das ist schon so ein bisschen, oder? Fakir, du könntest da auf ein Fakir-Brett noch gucken, dass du so einen findest. Oder Hütchenspieler. Aber das verlierst du nur, die sind ja eh Betrüger, die Hütchenspieler. Gut, was darf ich noch für dich tun oder gegen dich? Kann ich noch irgendwas gegen machen? Mich. Ich glaube. Wenn man dich irgendwann. Ja, dich wird man schon müssen, ne? Ja, jetzt klar. Nein, war total süß, hat mir Spaß gemacht. Das wäre das Spray and Gel, das brauchst du noch. Mhm. Ja, bitte das mitnehmen. Und dann die Pflegeanleitung kriegst du von mir auch schriftlich, wo nochmal alles drinsteht. Wenn du Fragen hast, du kannst mir natürlich schreiben via Facebook, E-Mail oder vorbeikommen. Das liest du bitte nochmal durch, da steht nochmal alles ausführlich drin. Und dann sollte das auch gut klappen. Du bist jetzt nach Wien gezogen, das heißt, du bist auch noch in einem Monat hier, ja, damit dein ganzes Experiment zu Ende ist. Das heißt, dann machen wir ein Follow-up-Video, wie das Ohr abgefault ist, weil du irgendwie, weil du noch in eine Güllegrube reingehüpft bist oder sowas in 31 Tagen. Und nein, das machen wir jetzt hoffentlich nicht. Was du nicht darfst, das sollten wir nochmal ganz kurz besprechen, weil Blödsinn darf jetzt nicht passieren. Und zwar, also irgendwie so ein Schlamm-Wrestlen mit Frauen. Das hättest darfst du wohl nicht. Gern. Nein, mir fällt der Gedanke, das könntest du mal alles machen. Dann, also alles sowas mit schmutzigen Sachen nicht. Okay. Paintball schießen wäre vielleicht auch nicht gut, weil wenn du dann die Kugel aufs Ohr kriegst, kostet deine Maske, das machen wir auch nicht. Motorradfahren, ja, wenn du nicht lange den Helm trägst, ist kein Problem. Haare färben bitte nicht, weil du sagst, es wird noch irgendwie rot die, oder sowas. Also das nicht. Schwimmen gehen haben wir bis hier, bis zum Hals, darfst ins Wasser gehen. Untertauchen darfst du im Meerwasser, was so was Meer ist für die Church von dir. Oder
Sehnen und Füße kann man nach einer guten Woche wieder, wenn die Qualität von Wasser gut ist. Okay. Chlorwasser ist absolutes Tabuteil. Mhm. Ja, gut. Noch Fragen? Also Haare waschen geht morgens wieder. Mhm. Und Sport auch. Gut. Dann, hat mich gefreut. Ebenso. Wir müssen ja bei beiden Videos noch Tschüss sagen. Also, in diesem Sinne sagen wir mal hier schon mal Ciao. Tschüss. Und dir noch alles Gute. Ich werde mir das gleich echt angucken. Ja, ich hoffe nicht. Zusammen. Oder machst du jeden Tag eins? Ich habe auf jeden Tag eins. Und also ich habe auch schon drei. Okay, online. Diesen schon dann. Ja. Okay, also meine dritte ist. Karte mit, also. Okay. Die Frau will groß raus. Tschüss, das war Tag 4 und wir sehen uns morgen wieder. Ohne mich. Ohne, leider. Tschüss. Ciao. So, und hier sagen wir auch nochmal Tschüss. Ja, das verrückte Hühnchen. Ich werde gucken, dass wir das bei uns auch. Normal dauert es sehr lang, bis ein Video von uns kommt. Ich gucke, dass wir es ein bisschen schneller nehmen. Dann hast du vielleicht noch auch den einen oder anderen Zugriff auf deinen Blog, den wir dann verlinken. Meine Jungs, der Hinweis verlinkt es. Ja, okay, gut. In diesem Sinne, tschüss, Baba, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.